Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland, heute bin ich wieder für euch in The Wolfen unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns in Ashketa spielen können. Und zwar sind wir einmal im Nest der Weberin, hier im Hauptlager auf den Koordinaten 55, 41. Und dort können wir uns bei einem Händler quasi ein paar Mounts kaufen. Und eins davon wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also ihr seht, wir haben hier Yamas, der Ernährer heißt der. Und das ist quasi der Händler für die Pakte. Wir haben nämlich hier in Ashkahet einmal die Überfraktion, die durchtrennten Fäden. Da haben wir den quasi Rüstmeister hier neben uns stehen. Und dann haben wir noch einmal die Unterfraktion. Und die Unterfraktionen haben hier unten auch einzelne Rüstmeister stehen oder hier einen zusammen, der hat quasi alles, was sie so anbieten. Und da wollen wir uns jetzt das erste Mount angucken, und zwar Unterkrabbler der Witwe. Und dafür brauchen wir 2200k Cash oder wie man das auch immer nennen mag. Wir kaufen uns das jetzt. Und zusätzlich brauchen wir noch einen Ruf, und zwar ist das hier das Mount von der Witwe. Und da brauchen wir einmal einen Ruf von 8 von 9 und das ist einmal Verschwörer. Ja, also den vorletzten Ruf oder den letzten, ne, braucht ihr, um es euch holen zu können. Also wenn, dann habt ihr 8 oder 9 von 9. Genau, das haben wir jetzt einmal gelernt und dann schauen wir uns mal an. Und dann werde ich euch auch erklären, wie ihr den Ruf da am besten erhöht, beziehungsweise die Ressource farmt. Also, da haben wir dann einmal das Mount. Mount Special sieht auch ganz... Ach, der fängt an zu tanzen, oder? Was ist denn da los? Das ist ja cool. Also, wenn ihr eine Spinnenphobie habt, also Arachnophobie, ne, wird es wahrscheinlich schwierig. Hat viele lange Beine. Sieht schon cool aus, das Ding, muss ich schon sagen. Und das Getanze, das hat schon auch was. Hört sich an. Ah, ist schon cool. Ein Highlight. Hat was. Genau. Da gibt es auch noch ein paar andere Farbvarianten. Wenn ihr bei den anderen Pakten quasi auch den Ruhm erhöht habt auf 8 von 9, dann könnt ihr euch die anderen Farbvarianten holen. Und ja, da gibt es die quasi nochmal in Blau und da war, glaube ich, auch nochmal irgendwo noch eine dritte. Jetzt muss ich gucken. Ah ja, hier die in Orange. Genau, das sind die drei Farbvarianten. Und ja, das war es eigentlich soweit mit dem Mount zum Vorstellen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Ruf an sich noch an. Also, ihr könnt den Ruf quasi dadurch erhöhen, indem ihr erstmal die Kampagne hier spielt, dann die Sidequests in Ashkahet macht. Zusätzlich gibt es über Worldquests dann noch Ruf. Den könnt ihr erhöhen, wenn ihr euch einen Vertrag draufhaut. Hier habt ihr die Möglichkeit, quasi einen Vertrag für die Pakte auszuwählen. Dann kriegt ihr nämlich für alle drei Pakte den Ruf. Den Vertrag könnt ihr, wenn dann, aus dem Auktionshaus kaufen oder ihr lasst ihn von den Inschriftenkundler basteln. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr die ganzen Einmalschätze mitnehmt. Da kann ich empfehlen, einmal Handy Notes zu wählen. Da könnt ihr euch die auf der Map anzeigen lassen. Ihr seht, die bringen immer 50 Ruf pro Fraktion, also zusammen insgesamt 150. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, also ne, wenn ihr lieber das, die Standpunkte, die Standorte so rum in dem Videoformat sehen wollt, könnt ihr auch gerne mal ein Videoguide dazu anschauen. Zusätzlich habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Rares abzuklappern. Die bringen euch nämlich auch 50 Ruf für jeden der drei Pakte und das wöchentlich. Also die könnt ihr wöchentlich mitnehmen. Es sind einige Rares, die wöchentlichen Ruf dabei haben. Es sind, glaube ich, 10, 15 Rares. Und ja, die bringen quasi auch nochmal ein bisschen was extra. Zusätzlich könnt ihr dann hier im Western Nest der Weberin auch noch hergehen und eine wöchentliche Quest annehmen. Da könnt ihr euch immer einen Pakt aussuchen. Und für diesen einen Pakt, ich glaube, 1500 Ruf bekommt ihr. Also das lohnt sich auch. Und natürlich noch die Weekly Quests in Dornegal oben. Da gibt es zwei Stück. Eine von den beiden ist einfach, wo ihr verschiedene Aktivitäten auswählen könnt. Da kriegt ihr ein bisschen Ruf. Und dann gibt es noch eine Dungeon Quest, wo ihr euch dann eine Ruffraktion aussuchen könnt für extra Ruf. Die gibt es beide. Hier oben ist das, glaube ich, beim Flugmeister. Genau. Also das sind so die Möglichkeiten, euren Ruf zu erhöhen. Gibt auf jeden Fall viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ihr alles ausschöpft und das auch wöchentlich bzw. mit den World Quests täglich mitnimmt, geht es eigentlich relativ zügig, euren Ruf hochzubekommen. Juti, das war es soweit mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.